Offener Ball heißt, dass der Gegner den Ball so kontrolliert hat, dass er mit Blickrichtung zu unserem Tor schaut und dass er keinen Gegnerdruck bekommt. Okay, jetzt kommen wir noch zum Thema, und zwar offener und geschlossener Ball. Das heißt, wir haben jetzt zwei Begrifflichkeiten, offen und geschlossen, die wir zunächst mal klären müssen, um das Ganze zu verstehen. Es ist ein Defensivthema. Wann ist ein Ball offen und wann ist ein Ball geschlossen? Wir gehen wieder von der Situation aus, wir sind die rote Mannschaft, spielen in die Richtung nach oben, sind gerade in der Spieleröffnung und die Nummer 5 von uns spielt einen Ball zur Nummer 4. Wenn der Vierer jetzt in der Situation weder Druck bekommt, noch mit Blickrichtung zu seinem Tor steht, ist der Ball offen. Das heißt, er kann den Ball annehmen, schaut zu unserem Tor in diese Richtung, somit ist dieser Ball offen. Der Effekt ist bei offenen Bällen, und das sieht man auch immer wieder, dass nach so einem Pass von einem Innenverteidiger nach vorne der Innenverteidiger sofort hinterher schiebt. Wenn jetzt der Ball offen ist, ist es oft ein Todesurteil in Bezug auf einen langen Ball, denn der Nummer 4 kann diesen Ball dann kontrolliert von seiner Position hier in diesen Raum reinspielen und Nummer 11 geht durch und dann entstehen oft 1 gegen 1 Situationen auf den Torhüter. Nochmal wichtig jetzt im Zusammenhang mit einem offenen Ball ist, dass sobald der Ball offen ist, die Kette mindestens stehen muss, mindestens deswegen, weil es teilweise der Fall ist, dass sie sich sogar vielleicht fallen lassen muss, in Abhängigkeit davon, wie hoch der gegnerische ballbesitzende Spieler ist oder wie der Druck eben auf die Kette ausübt. Da kommt aber nachher nochmal ein Beispiel dazu. Also nochmal, offener Ball heißt, dass der Gegner den Ball so kontrolliert hat, dass er mit Blickrichtung zu unserem Tor schaut und dass er keinen Gegnerdruck bekommt. Umkehrschluss ist der geschlossene Ball. Wir gehen wieder von der Situation aus, Nummer 5 von uns hat einen Ball. Jetzt spielt er den Ball oder möchte er den Ball auf 9 von uns spielen, macht einen Fehlpass und spielt aber den Fehlpass nicht der Nummer 4 in Fuß, sondern spielt ihn hier in den Raum rein. Jetzt ist der Ball in der Hinsicht geschlossen, weil Nummer 4 sich ja umdrehen muss, also weg von unserem Tor, das heißt in diese Richtung dann schaut und den Ball in die Richtung dann auch hinterherlaufen muss. Insofern entsteht keine Gefahr, was einen langen Ball betrifft. Das heißt, wenn der Ball geschlossen ist, kann die Kette ballseitig, immer wichtig, nachschieben, ja, um somit den Gegner auch zu zwingen, die hohen Positionen, die er hat, zu verlassen. Also ich fasse mal kurz zusammen. Unterschied offener und geschlossener Ball. Offener Ball ist Blickrichtung zu unserem Tor ohne Gegnerdruck. Geschlossener Ball ist Blickrichtung zum gegnerischen Tor des Innenverteidigers und dann können wir Druck ausüben. Also zum Thema offener, geschlossener Ball jetzt mein Beispiel. Rote Mannschaft ist in der Defensive, blaue ist in der Offensive. Blaue 4 spielt auf blaue 2. Neuner geht hier hoch, macht den Passweg zum Innenverteidiger zu, wie heute das Anlaufschema dann ist, das wir vorher mit dem Nachaußenlenken gehabt haben. Jetzt kommt der Pass von Nummer 2 auf Nummer 6 und der Sechser rechnet nicht damit, dass jetzt sogar von oben der Ball entfernte Stürmer kommt, will in die Richtung aufdrehen und verliert den Ball auf Nummer 4, an Nummer 11. So, und jetzt sind wir wieder beim Thema offener, geschlossener Ball. Das heißt, 11 hat den Ball erobert. Die blaue Viererkette versucht jetzt natürlich so schnell wie es geht wieder das Ganze eng zu machen. Und was muss jetzt die blaue Viererkette machen? Und da scheiden sich dann die Geister, was das Verhalten von Spielern betrifft, aber nicht eigentlich, was die Methodik betrifft in dieser Situation. Sobald die Blickrichtung des Ballführenden Richtung Tor ist, er keinen Gegnerdruck hat, wie wir vorher schon erwähnt haben, kann es nur eine Lösung geben, und zwar das Fallenlassen bei einem offenen Ball. Ich erkläre auch gleich nochmal, warum das Ganze sinnvoll ist. Das heißt, wenn Nummer 11 offen steht und Nummer 4 in der Situation sofort rausschießen würde, als Negativbeispiel, kann man schnell erkennen, was passiert. Das heißt, der Raum hinter der Nummer 4 wäre richtig groß. Nummer 5 hebt es abseits auf und Nummer 2 hebt es abseits auf. Somit könnte Nummer 9 in diesen Raum reinlaufen und der Pass müsste weder genau scharf gespielt werden und Nummer 9 könnte dann allein auf den Torwart zulaufen. Und der zweite Grund ist, dass der Abstand des Passgebers zum Torwart auch richtig groß ist. Das heißt, hier. Deswegen hat der Torwart auch Schwierigkeiten, bei einem Pass in diese Schnittstelle rauszukommen, weil er nie genau abschätzen kann, komme ich hin, bevor der Stürmer hinkommt.
Und da besteht natürlich Gefahr, dass er als letzten Mann umhaut und dann entweder einen Freistoß oder eine rote Karte bekommt. So, wie schaut die Lösung in dieser Situation aus? Idealerweise auch dann mit der Begründung. Das heißt, man muss sich im Training so eine gedachte Linie vorstellen, die kann man dann auch teilweise bei der Übungsform mit Hütchen markieren, die so circa 22 Meter vom Tor ist. Und das ist die Höhe, bis dahin sollte sich die Abwehr fallen lassen. Ich lasse die Höhe jetzt einfach mal eingezeichnet. Das heißt, sollte 11 mit Ball auf 4 und 5 trippeln, lassen die sich so weit fallen, verjüngen das Ganze nach innen, um das Spiel, wenn überhaupt, nach außen lenken zu können, bis sie diese Höhe erreicht haben. Man sieht, je tiefer sie sich fallen lassen, desto geringer wären natürlich die Abstände zueinander. Das heißt, ein Pass wäre schon viel schwieriger. Und sollte die Höhe dann eben erreicht sein, die wir vorher eingezeichnet haben, also die müssen sie noch ein bisschen weiter nach hinten fallen lassen, ist es so, dass die Nummer 4 dann heraustritt, um Nummer 11 zu stellen. Da spielt es dann keine Rolle mehr, ob das jetzt ein offener oder geschlossener Ball ist, weil eben sollte Nummer 9 hier hereinlaufen und der Pass in diese Richtung gespielt werden, einfach der Torwart da sein muss und der Laufweg zum Ball dann nicht mehr so groß ist, dass er den Ball eben bekommt. Und der zweite Grund ist, ich stelle es dann nochmal nach, ist einfach, dass diese Schnittstellen immer kleiner werden und der Pass für die Nummer 11 einfach sehr, sehr schwierig ist. Was natürlich dann einfacher ist für die Nummer 11, sind die Pässe nach außen, eventuell auf Nummer 7. Aber die sind dann natürlich nicht so gefährlich, wie wenn einer frontal 1 gegen 1 auf den Torwart läuft. Ich gehe nochmal kurz in die Ausgangsposition zurück, um das nochmal zu verdeutlichen. Stellt die Kette zu früh, also auf der Höhe schon, sind die Abstände der Spieler viel größer, somit oder sehr groß, somit hat die Nummer 11 große Passmöglichkeiten oder oder Schnittstellen, wo er ziemlich einfach durchpassen kann. Ich lasse jetzt das nochmal so stehen und gehe dann nach hinten weiter. Sollte 4 und 5 sich und 3 und 2 sich weiter fallen lassen, sieht man es ziemlich schnell, dass die Abstände der Kette zueinander enger werden. Somit wird es schwieriger für die Nummer 11, die natürlich mit bei der Konteraktion hier mit reinläuft, den Pass durchzuspielen. Tritt dann die Nummer 4 raus, ist es wichtig, dass 2, 5 und 3 absichern, um den Schnittstellenpass zu verhindern. Sollte er über die 4 drüber spielen, wäre der Torwart dabei und könnte den Ball problemlos ablaufen. Nochmal zusammenfassend, wichtig ist bei einem offenen Ball, wenn einer blank auf die Kette zurennt, das heißt allein auf die Kette zurennt, muss sich die Kette bis 22, 23 Meter vor das eigene Tor fallen lassen. Erst dann kann der Innenverteidiger, der Vierer, raustreten und stellen. Die Position 2 und 5 müssen hinter der Position 4 verjüngen, weil eben die Abstände dann der Kette zueinander viel kleiner sind und sich der Stürmer wesentlich schwieriger tut, den Pass in die Schnittstelle reinzuspielen. Und der Torwart, sollte der Ball ungenau gespielt sein, kommt von hinten und kann den Ball ablaufen und gleich aufnehmen.